Yeah, my name is Sarah. Mein Name ist Sarah. Ich komme hier aus der Region. Ich komme aus der Region von Karlsruhe. Ich arbeite mit Lasern in meiner Arbeit und ich entwickle Sachen wie das hier. Das ist ein industrieller Laser, um Sachen auf der Produktionslinie zu machen, wie Plastik. Ich arbeite im Fabblatt Karlsruhe, wo wir den Laser Sauer, welches ein Open-Source-Projekt ist. So arbeite ich mit Laser in meiner freien Zeit und in meiner Arbeit. Ich machte ein Experiment mit einem CO2-Laser im Fablab. Und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich den Beam auf die Haut strahle. Ich bin zu einem Schlachter gegangen und habe eine Packung Schweinehaut gekauft, so 5-6 Millimeter dick. Und ich wusste nicht, wo ich anfangen sollte. Und passiert ist das. Ganz oben seht ihr 10% Leistung des Lasers und 10 Minuten dann die mittlere sind 50% Laserleistung und die letzte sind 100% Laserleistung. Und ihr seht, wie die O's und Nullen, wie der Laser runtergefallen ist. Ich hatte wirklich Angst und es hat wirklich fürchterlich gestunken, so dass ich mich fast übergeben hätte. Ich habe dieses nicht erwartet. Und das zweite auf der linken Seite, zwar mit 50.000 Millimeter Marking-Geschwindigkeit. Ich wollte das hier nicht auf meiner Skin oder in meinem Auge haben. Ich kann mir nicht den Schmerz vorstellen und die Konsequenzen davon. Daher ist jeder dafür verantwortlich, für das, was er tut mit Lasern. Dass er die Sicherheitsbrillen trägt, dass kein Strahl aus der Abschirmung rausgeht. Wenn ihr euch im verletzt, dann zieht nicht mich in Verantwortung, sondern ihr seid verantwortlich. Lest andere Literatur, denkt darüber, was ihr tun wollt. Es kann wirklich gefährlich sein. Before you switch on the laser system, please switch on your brain. Und this is vital. Natürlich, bevor ihr euren Laser anschaltet, schaltet euer Gehirn ein. Das ist wirklich wichtig. Nebenbei, das hier war wieder, wie gesagt, mit einem CO2-Laser gemacht. Und die Input-Power war 10.000 Watt und 60 Watt Optical. Optisch. Bei der Vorbereitung für diesen Talk liefen mir einige nette Bilder und einige nette Geschichten über den Weg. Insbesondere was besonders verletzlich ist, sind die Augen. Mit der Haut könnt ihr einfach ins Krankenhaus gehen. Aber mit den Augen, insbesondere in der sichtbaren Bereich des Lichtes. Oben links seht ihr einen Menschen, der hatte ein Setup zu Hause, ein Watt Laser, und er stand auf einem Stuhl und er wollte irgendwas tun. Und er wollte es ausschalten. Und er stolperte über ein Kabel und das gesamte Laser-Equipment von dem anderen Stuhl fiel runter und irgendwie ging es durch sein Auge.
Und dieses Foto ist ein Jahr von nach seinem Unfall. Und stellt euch vor, ihr habt diesen großen Bereich in eurem Auge, auf dem ihr nichts seht. Euer Gehirn kann sich anpassen, aber so ein großer schwarzer Bereich, das könnt ihr nicht ignorieren. Ihr guckt auf ein Gesicht und ihr könnt das nicht ignorieren. Ihr guckt auf eine Ampel und ihr könnt das nicht ignorieren. Das auf der rechten Seite ist weniger Energie mit einem Neon-Infrarot-Laser. Das ist 1065 Nanometer Wellenlänge. Das ist so ein Laser, mit dem ich bei der Arbeit arbeite. Das ist sowas, von dem ihr euch wieder gesunden könnt. Nicht, dass dass die Retina komplett wieder gesund wird, aber dass das Gehirn diesen Bereich interpolieren kann. Ich habe diesen Talk in Darmstadt gegeben und hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen CO2-Laser. Und ich habe wieder von einem Schlachter ein Stück Schweinehaut bekommen. Und geguckt, was passiert. Und dann habe ich ein Rechteck auf den auf die Haut und habe nichts gesehen. Aber ich habe gemerkt, dass dieses sehr heiß wird. Und ihr seht auf der rechten Seite, ihr seht nichts, aber es geht in das Gewebe rein und erhitzt es in dem Gewebe. Und das muss sehr schmerzhaft sein, ich will das nicht wissen. Ich werde es natürlich nicht tun, um diese Gefühle zu haben. This glowing blob was 2-3 minutes after marking. Und auf der linken Seite, der Bereich, der Fleck war 2-3 Minuten nachdem. Das ist das Hallo Welt. Ihr seht nichts auf der Haut, aber ihr seht das in einem thermischen Bild. Ich finde das sehr beeindruckend. Weil man auch mit so geringer Energie so viel Schaden verursachen kann. Und dass da passiert sehr viel Schaden innerhalb dem Gewebe. Stellt euch vor, ihr habt die Sonne in eurem Fokus und die Haut fängt an zu verbrennen, dass ihr einen Hautbrand bekommt mit einer Linse. It's very easy. It's very easy. Du kannst es ausprobieren. Du nimmst einen Topf, packst da Wasser rein, erhitzt es und hältst deine Hand da rein. Und mit dem Thermometer guckst du bis. Anyway, so this is painful. Die Frage war, welche Temperatur. Ihr könnt es einfach in den Topf reintun und mit dem Thermometer könnt ihr dann sehen, wann es weh tut oder wann es nicht mehr auszuhalten ist. I talked about the danger of the optical radiation. Ich habe über die Gefahren der optischen Strahlung gesprochen. Es gibt aber noch zwei weitere Quellen von Gefahr. Die nächste Gefahr ist, wenn man einen Gaslaser betrachtet. Der Laser im Labor möchte 3000 Volt und wir geben ihm 30 Milliampere. Und wenn man das und das ist tödlich. Also wenn man das berührt, dann stirbt man. Was passiert, wenn man sehr viel thermische Energie auf ein anderes Material anwendet?
Und manchmal brechen dann die Verbindungen der Moleküle und lustige Dinge passieren. Das ist ein Video von meiner Arbeit. Und das ist ein spezieller Karton, der mit einem Lack behandelt ist. I switched off the fume extraction system, which you can see at the right hand side. Ich habe die Rauchabzugsanlage ausgeschaltet und was man jetzt hier sieht, sieht den Rauch und das stinkt wirklich fürchterlich. Und wenn man 5 bis 10 Markierungen auf diesem Karton macht, dann hat man ein schlechtes Gefühl in seinem Magen. Jetzt stellt euch vor, ihr habt ein anderes Material wie Plastik, was eine Mischung aus vielen verschiedenen Molekülen ist. Und stellt, dann bricht das auf und dann habt ihr neue lustige Sachen wie Cyanid oder Chloride. Und ich will das nicht riechen, ich will das nicht in meinem Körper haben. Deshalb braucht man eine Rauchabzugsanlage. Wenn man auf rostfreiem Stahl Markierung macht, und es spaltet sich in die verschiedenen Metalle, dann hat man die verschiedenen leckeren Stoffe. Region of material marking when you want to change a material. So if you just have a laser pointer and you wenn du nur einen Laserpointer hast und deine keine Katze durch die Gegend jagst. So there's mentioned a standard EN 1150. Da gibt's einen Standard. 1155. This is 1155. Ich komme den Standards nachher. Mal kurz Einführung. A lot of things around lasers are standardized. Sehr viele Dinge ums Laser sind standardisiert. Energiezufuhr, welche Klasse, wie dick. Protective material has to be how wie soll, muss das Schutzmaterial aussehen? Wo soll es, was soll es gemacht sein? I will come to this later. I'm going to talk about laser classes. Ich werde jetzt über Laserklassen sprechen, jetzt. No, not yet. Some funny things you shouldn't do. Vorher noch ein paar Sachen, die man nicht machen sollte. Das war letztes Jahr im Hack Center, oben links. Ja, du siehst von den Stuttgarter Hackern. Ich entschuldige mich mal. Entschuldige mich bei Ihnen, wir haben ein paar Bilder über Ihrem Space hingebeamt und dann ist das passiert. Was ihr seht, ist ein 400 Milliwatt blauer Laser auf einer DVD-Box. Auf so einem Tisch, auf dem Distro-Tisch, auf dem normalen Tisch, gab es eine Galvanometer-Kontrolle und da konnten wir den Strahl umleiten. Und wenn irgendeiner andruckt oder ein bisschen verschiebt, dann geht das aus Fokus. Remember the first images of the eyes and gives a nice black spot. Und dann ist das passiert. Das Bild unten drunter habe ich in einem Buch gefunden. Playing with lasers, mit Lasern herumspielen. Ich war in der Bibliothek, habe ein bisschen herumgestöbert, habe dieses Bild gefunden. The subtitle was, please don't look onto reflecting materials. Und die Unterschrift lautete, bitte richten Sie Ihren Blick auch nicht auf das reflektive Material. In einem Buch. In einem Buch, das offiziell sich an die Jugend richtete, dass sie mit Lasern spielen soll. Und das ist eine dumme Idee, das erkläre ich Ihnen gleich anschließend. Was Sie auf der rechten Seite sehen, ich bin auf Urlaub gefahren.
Ich wollte auf Urlaub fahren, hatte viel zu tun, habe FPGAs programmiert auf meinem Lasersystem. Das war zu Hause. Weil ich eine spezialisierte Lasertrainerin bin, habe ich mir gedacht, ach, ich habe meine Sicherheitsgläser, meine Sicherheitsbrillen, mein Programm gemacht und hier und da muss man das kontrollieren, Laser aufdrehen und schauen, ob es auch funktioniert. The laser head, this is a gray box on top. Laserkopf, da gibt es eine graue Schachtel oben drauf. Geht der Laserstrahl hinein mit zwei Galvanometern und einem Spiegel und dann geht es auf die Linse und dann geht das um. Brown thingy is a loudspeaker. Dieses braune Dingsbums, da ist der Lautsprecher. And what's round it? Round is a fiber reinforced tape. Mit ein bisschen Gaffertape drumherum. On the right hand side you see an oscilloscope. I don't say which rechts brand, but it's crap. Sieht man ein Oszilloskop, aber es ist, ich sage jetzt nicht von wem es ist, aber es ist bäh. What you see in front is the big box, there happens magic, electricity in. Jedenfalls vorne seht ich die große Box, Elektrizität rein, Laser raus. Ich musste eben diese Arbeit zu Hause machen. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr tut, macht es nicht. Und selbst wenn ihr genau wisst, was ihr macht, fragt doch lieber vorher noch einen Spezialisten, seid allein im Zimmer. Right. Laser classes. Also gut, Laserklassen. Basically, there are less Laserklassen, which are interesting for you. Grundsätzlich gibt's wenige Laserklassen, die euch interessieren könnte. Wir haben schon einige, wie ihr seht, aber ihr als Hacker, für euch als Hacker interessiert euch eigentlich nur zwei. Die erste Klasse ist die Laserklasse 1. Ich weiß nicht. You take your laser pointer and stare into it. And when you're bored after half an hour, you switched off and nothing happens. Laserklasse 1 ist, du drehst deinen Laserpointer auf und starrst hinein und nach einer halben Stunde, wenn dir fad ist, drehst du ihn wieder ab. Also ist ein harmloser Laser. Klasse 2 ist, what you have, what you see here, what you the was ihr hier seht, ja, die berühmten Laserpointer, mit denen man die Katzen bespielen kann. It comes with something that we call the eyelid closing reflex. Es kommt mit etwas, das nennt sich den Lidschlagschließreflex nennt. Wenn euch ein Klasse 2 Laserstrahl trifft, wird das Auge sich noch schnell genug schließen können oder das Lid runterschlagen können, um einen gröberen Schaden zu verhindern. Das ist die Idee der Klasse 2, gab eine groß angelegte Untersuchung, 100.000 Leute. Ein Laser und eine Highspeed-Kamera und gemessen wurde, der Laser schlägt auf der Retina und wie schnell das Augenlid runterkommt. Und nur 20% of the people closed their eyes within these 250 milliseconds. Aber leider haben nur 20% der Probanden innerhalb der 20 Millisekunden, die die Klasse 2 definiert, runter schließen können. Was bedeutet, dass 80% der Menschen nicht so schnell sind, wie es die Laserklasse 2 eigentlich vorsieht. And in that time there can be some damage. Und in der Zeit kann natürlich einiges an Schaden passieren. Also selbst ein kleiner Schwurm wie dieser Laserpointer ist nicht sicher fürs Auge. Obwohl du es überall kaufen kannst, im Kiosk, im Supermarkt. Es ist nicht sicher. Class 3. Das ist Klasse 3. Classes 1 and 2, they have the M as well. And one is, you can stare. Klasse 1 und 2 haben auch noch eine M-Klassifizierung, also da kann noch ein Vergrößerungsglas und das zweite nicht M ist ohne optische Zusatzgeräte, um in dieser Klasse sicher zu sein. Klasse 3
Ja, it's a bit less dangerous than class 4. Etwas weniger gefährlich als Klasse 4. Five times more energetic than class 2. Es ist ungefähr fünfmal so viel Energieinhalt wie in Klasse 2. Wirklich interessant wird Klasse 4, da ist von Milliamps bis Megawatt alles dabei. Also sowas sollte man nicht zu Hause herumstehen haben. Aber man kann es sicher einstellen. Das geht wie ein Fusion-Reaktor. Das muss man nur in entsprechendes Schutzmaterial einkleiden. Dann ist auch ein Laser Klasse 4 sicher. This is according to the wavelength. Das entspricht nach der Wellenlänge der Laser. Da gibt es die sichtbare Wellenlänge, also das sichtbare Licht, geht rechts auf der Skala. This is region of the iSafe region, which is about 1500. Der sichere Bereich für die Augen ist, ich glaube, ich habe es nicht genau im Kopf, zwischen 15 und 1800 Nanometer. We have also different damages. Es gibt auch natürlich verschiedene Arten, Klassen der Schäden entsprechend der Wellenlänge. Das erkennt ihr alle, ihr seid in der Sonne zu lang oder im Bräunungsstudio, kriegt man einen Sonnenbrand. Auch wenn man so you have different types of photochemical reactions of the skin. Da gibt es verschiedene photochemische Reaktionen auf der Oberfläche der Haut. Das gilt natürlich auch für die Augen. Also von der Glashaut. Je länger, also je mehr ins UV-Licht rutscht, geht die Linse kriegt Schaden. Und wenn die Wellenlänge noch länger wird, dann geht es auf die Retina, also die Netzhaut. Stupid. It's bad. Es ist blöd. Also wenn die Außenhaut, die Glashaut verletzt wird, da kann man noch vielleicht noch was machen, aber das will man auch nicht haben, könnte man noch eine Kunstlinse einsetzen. Aber das will man alles nicht haben. Standards are very important. Standards sind sehr wichtig. Grundsätzlich kann man alles machen. Du kannst beim Chinesen kaufen 200 Watt, sperrst deine Tür zu Hause, keiner ist im Zimmer, kannst du machen, was du willst. Also kaum ist jemand anderer im Zimmer, sollte man die Gebrauchsanweisung, sprich die Standardregeln, lesen. Die EN 625, Teil 1, the safety things about a laser system. Beinhaltet die ganzen Deklarationen für die Lasersysteme. Ordentlich eingekleidet, Monitorvorrichtungen, alle Öffnungen müssen mit einer Vorrichtung versehen sein, die einen Strahl unterbricht, wenn die Öffnungen geöffnet werden. Es muss ein Access Control, also eine Zugangskontrolle sein, kann ich einfach, auch der Ein-Ausschalter darf nicht offen sein und so weiter. So this would satisfy this standard. Um dem Standard zu entsprechen, selbstverständlich. I could talk one week about, ich könnte jetzt eine Woche über diese Standards sprechen. Sehr komplex. Es zahlt sich aus, sie zu lesen. Ihr könnt sie lesen. Ihr müsst zur Uni gehen, ins technische Department. Erst für die Standards der Laserklassen und kopiert sie euch dort. Bei den Briten ab, Factor FM, BSEN, die kann man lesen. Wow. Makes no sense to go through the standards. Hat gar keinen Sinn mehr, durch die Standards zu gehen. Wir können im Hack Center darüber weiterreden. If you design a laser system, there are some. Wenn ihr ein Lasersystem designt, gibt's auch ein paar Dinge, die sollt ihr euch anschauen. You should monitor every opening, every door. Ihr sollt jede Öffnung überwachen. Ihr sollt ein Notfallsystem haben. Ihr müsst ein solches System haben. Ihr müsst ein Notab-
Schaltsystem haben. Auch das müsst ihr haben. You need to have a shutter, which interrupts the beam. Und dann braucht er noch einen Shutter, also einen Laden, der den Strahl unterbrechen kann. Zugangsbeschränkung. Er braucht ein Rauchabzugssystem. Ihr wollt weder Chromdämpfe noch Dioxin, vom Gestank mal ganz abgesehen. Früher hatten wir ein Filtersystem im Lab, wenn wir Holz geschnitten haben. Und das hat man trotzdem einen halben Kilometer weit gerochen. Ah, im Lab tun sie gerade mit Holz. Ihr braucht eine Riskanalyse. Was passiert, wenn was schief geht? Was ist, wenn die, wenn die Laserquelle sich nicht abschalten lässt? Zum Beispiel. Ein langer Prozess des Nachdenkens, den man ernsthaft und ernst nehmen soll. Ihr sollt euer Projekt dokumentieren und das muss jemand gegenlesen und freigeben. Who can operate? I think on Hackerspaces, who is allowed to operate the laser? Und er sollte auch noch diskutieren, wer im Hackspace den Laser bedienen kann. You will find me if you want to have some if you have some questions, if I can help you with your laser design. I'm here. Wenn ich euch helfen kann mit einem Laserdesign, ich bin hier beim Hack Center. You come in the Hack Center very far. Im Hack Center ganz hinten. Ganz hinten in der weißen Ecke. Das ist knapp vom Bällebad im Erdgeschoss. Wenn ihr Fragen habt, kommt zu mir. Ich kann stehe gerne Rede und Antwort. Und wie gesagt, Sicherheitsbrillen tragen bitte. Wir sind over. Keine Fragen. Bitte Hack Center.